Herzlich willkommen zurück bei uns hier im Bunker. Ja, wir sind hier im Bunker, im tiefen Bunker und suchen den Weg nach draußen. Herzlich willkommen zur 56. Folge mittlerweile. Hier ist eure Rocklady, eure Miri, und ich begrüße euch alle recht herzlich und schön, dass ihr noch dabei seid und noch nicht aufgegeben habt. Ich ja auch nicht. Ja. Da war ein Ventilator. Da habt ihr geschrieben. Ich hätte eine Stufe übersehen. Eine Zwischenstufe. Das wollen wir jetzt sofort überprüfen. Bei dem Ventilator, ob wir die Zwischenstufe übersehen haben. Weil der Ventilator, der war ja an. Und wir konnten ja nicht wegen Gas und so, dann könnte der ja stoppen. Aber da war ja kein Gas. Also lief der weiter. So, und hier habe ich auch gesagt, hier könnte man eventuell, warte mal. Vielleicht geht es ja auch nicht. Vielleicht geht es ja leise sein. Aber es bringt mir nicht viel. Okay, also ich komme ein Stückchen, aber nicht weit. Und bringen tut es mir dann überhaupt nichts. Komm, Baby, komm. Ja, nee, ist klar. Jetzt will er hier. Still 4 packs left. So, okay. Die Tür ist zu. Warum macht er denn jetzt? So. Schauen wir mal. Der Ventilator. Wo, wisst ihr noch, wo der Ventilator war? War er hier? Ja, hier war er. Genau hier. So, dann müssen wir wieder da drauf. Hallo? Eigentlich? Hä? So. Gehen wir mal zu dem Ventilator hin, Freunde. Der Ventilator. So, da ist der Ventilator da oben da. So, jetzt weiß ich nicht, warte mal. Ein tiefer, da war ein Loch. So, warte mal. Da waren die Pilze. Genau, ein höher war das. Hier war er und hier war der Eingang, der welcher. Wie geht er nochmal so? Ja, da ist tatsächlich ein Eingang. Okay. Habt ihr recht gehabt. Ich bin im Konferenzraum. Ein Brief. SNW Emergency Instruction. Due to the fact that the metro accident has caused a high risk to exploding the entire SNW project, we are going to start moving all equipment and personnel to the airbase immediately. The science team must be kept in their sleeping quarter until the whole place is cleaned. They will be getting at all the supplies they need, including food, water and medicine. Any surviving metro passengers must be executed and their bodies must be disposed if we can't hand the bodies over to their family due to the radiation. Uh-huh. The train will be either transported or dismantled. If possible, any remaining evidence must be destroyed. Ui. Report immediately if any problems arise with the personnel. If someone tries to escape or do something against the rules, they must be dealt with. Oha! Also, es geht da wohl um diesen Metro, diesen U-Bahn-Unfall. Und ist also durch diesen Unfall ein riesiges Problem entstanden, das nämlich das Ganze, ja, sich zu einem hohen Risiko hier entwickelt, was sie auch immer hier tun.
Und dementsprechend haben sie angefangen, Sachen, das ganze Equipment und Personal zu einer anderen Basis zu schaffen. Einzig dieses Wissenschaftlerteam, die mussten in ihren Schlafräumen bleiben, bis der ganze Platz geräumt wurde. Und die kriegen alles, was sie brauchen, also Wasser, Essen und Medizin. Ja, und die sollten irgendwelche überlebenden U-Bahn-Passagiere sein, die müssten getötet werden. Und ihre Körper mussten verschwinden. Das ist schon krass. Also die können sich nicht mit den Körpern, also sie können sich die Schuld nicht annehmen, beziehungsweise dass halt sie dafür zu Verantwortung gezogen werden. Das ist krass. Sollte irgendeiner überleben, dann soll er da dementsprechend. Das ist schon wirklich Hammer. Hier haben wir wieder so einen schönen Eumel. My name is Leander Berg, and I'm the leader of the SNW Scientist Team, B2. As you may already know, this project is very important for the future of our country. We are between two major alliances, and we cannot trust either of them. If there's going to be another war, we won't last long. That's why you are here today. We are going to guarantee a safe future for our children and for everyone who lives in this country. Next, I'm going to tell you a bit about this underground complex and what we're doing here. The scientist team lives in the accommodation wing next to the laboratory. The door code is 2077. Interesting. Und da ist es schon weg. Der Door-Code ist, das will ich aber noch mal hören. Haben wir den jetzt irgendwo stehen? Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Hello. My name is Leander Berg, and I'm the leader of the SNW Scientist Team, B2. As you may already know, this project is very important for the future of our country. We are between two major alliances, and we cannot trust either of them. If there's going to be another war, we won't last long. That's why you are here today. We are going to guarantee a safe future for our children and for everyone who lives in this country. Next, I'm going to tell you a bit about this underground complex and what we're doing here. The scientist team lives in the accommodation wing next to the laboratory. The door code is 2077. 2077. 2077. 2077 ist der Door-Code. Okay. Dann gucken wir mal, wo wir hier überhaupt sind. Meine Güte. Also die haben die Anlage gebaut, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, damit sie sicher in der Zukunft leben können, beziehungsweise nachdem der erste Krieg da begonnen hatte, auch weiterhin leben können oder so. Oder Zweiter Weltkrieg? Okay, hier geht's nicht weiter. Das ist ja irre hier. Ach du heiliger Strohsack. Rote Ledersessel, das hört sich schon gut an. Was haben wir hier? SNV Bunker Report. We have some major issue within our science team. Also wir haben einige Probleme mit dem wissenschaftlichen Team. Cassandra Burke and one of other science sind geflohen. Aha. Wir are going to start searching the area with the help of the Stahlberg Police Department and find out how Burke managed escape. I'm sure we will find Burke in no time. Aha. Also die suchen den Alexander Burke und die anderen Wissenschaftler. Unfortunately, one of the scientists was found dead in the hallway between rooms G1 and G2. He had a strange note full of codes with him. So far, the evidence suggests suicide. But we will be looking more to this matter when we have the time. Also, die haben einen Wissenschaftler tot gefunden auf dem Flur zwischen den Räumen G1 und G2. Er hatte wohl komische Codes bei sich, fremdartige Codes, eine Liste. Und in diesem Sinne sah der Tod erstmal so aus wie ein Selbstmord,
aber die untersuchen das bei gegebener Zeit nochmal. The science team isn't the only problem solved. It has a bit problematic getting rid of the metro passengers and we haven't decided that what to do with the train yet. There have been some problems with the guards, but we have managed to handle them. Also, we have a slow start. We are still going to be able to move everything out and start hiding evidence. Wrong. We have to leave immediately. Also ist nicht nur das Problem mit dem wissenschaftlichen Team, sondern die haben auch das Problem, diese U-Bahn-Passagiere da rauszubekommen, weil die dann wiederum mit den Wachleuten Probleme kriegen, weil die dann nicht verstehen, warum wir so handeln, beziehungsweise die so handeln. Sie haben einen schlechten Start und sie hoffen, dass ja, das alles da verlassen werden kann. Ja, und die U-Bahn ist aber noch da, wie man... Und, ach, guck mal hier. Ach, hier oben sind wir jetzt. Aber die U-Bahn ist nun mal noch da und dementsprechend hat das wohl dann doch nicht so geklappt, wie sie sich das gedacht haben. Was haben wir jetzt hier? Ein Aufzug? Toll. Also viel weiter bringt uns das jetzt hier aber auch nicht. Türen kriegen wir hier nicht geöffnet. Hm. Was ist das? Ach so, das ist gar nichts. Und das da ist auch nichts. Three packs left. Falscher Knopf. Meine Güte, jetzt wechsle ich schon die Batterie noch, obwohl ich es gar nicht muss. Hm. Tja, Freunde. Nächstes Problem. Keine Schubladen zum Öffnen. Nur so ein paar Infos. Aber wir können ja mal G1, G2 gucken. Aber ich sag ganz ehrlich, diese Codes, die wir da suchen sollen, da war nichts. 2, 7. Nein. 2, 0. 7, 7. So. Aber es bringt mir doch hier alles nichts. Ich verstehe das jetzt hier gerade mal ebenso nicht. Ich kann hier keine Türen schließen. Und hier ist doch auch nichts mehr, was ich mir angucke. Ja, außer das da. Hä? Habt ihr noch irgendwo was gesehen an der Wände, wo man einen Code eingeben kann? Ich muss hier, glaube ich, alles mal absuchen. Ich hoffe, ich... Da ist der Ventilator. Ja, das ist okay, aber... Hm. Komisch. Ich verstehe es gerade mal nicht. Ein Door-Code. Ein Door-Code. Habt ihr irgendwo einen Door-Code gesehen? Ich nicht. Aber vielleicht hat sich ja irgendwo jetzt was geöffnet. So wie hier. Natürlich nicht. So, das ist hier so ein alter Raum, wo noch die Telefonanlagen per Hand gemacht wurden. Das haben, kannten wir ja schon von dem anderen Bereich, wo wir oberirdisch waren. Aber ein Door-Code. Freunde, ihr müsst mir helfen. Ich stehe gerade mächtig auf dem Schlauch. Ich meine, G2, G1, BC... Hier ist doch eigentlich nichts mehr, oder? Ist hier noch irgendwo was? Also sowas. Ach, guck mal, warte mal, die Tür, die war doch... Nee, die war nicht zu.
Also ich bin jetzt hier gerade echt mal so ein bisschen am Überlegen. Das ist doch hier alles komisch. Hier könnten wir rüber, vielleicht. Hatte ich mir so gedacht. Aber was bringt uns das? Da kommen wir dann dahin. Sinnfrei, oder? Macht also nicht viel Sinn, wenn wir die Trennwand da übersteigen. Ich habe jetzt einen Door-Code, aber was bringt mir der Door-Code, wenn ich den nirgendwo einsetzen kann? Es war doch nirgendwo was gewesen, dass wir einen Door-Code gebraucht haben, oder täusche ich mich da so sehr? Ich drücke nochmal auf die Bumper hier. Komische Geräusche, aber nichts tut sich. Ja, und da sind wir reingekommen in der ganzen Anlage. Ein Door-Code. Aber geht das überhaupt noch? Natürlich nicht. Tja, Freunde, jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch, meine Güte. Da kommst du in einem Moment weiter und im nächsten hängst du schon wieder irgendwo fest und fragst dich, warum und wieso und du hier nicht weiterkommst. Da lag ein Toter bei G1 und G2. Hier haben wir den Eumel, den Zug. Der eigentlich ja auch schon längst wieder weg sein sollte. So. Hier lässt sich auch nichts öffnen. Da ist das Laboratorium. Eieiei. Also manche Spiele sind ja doch ein bisschen. Na, und hier lässt sich sowieso nichts machen, weil. Warum ist denn hier? Only two packs left. Ja, Miri hat wieder auf die falsche Taste gedrückt. Also wurden die Wissenschaftler hier eingesperrt. Ganz toll. B1. Tja, ein Door-Code. Ah, wir haben doch hier gar keine. Ach, guck mal hier oben. Das ist der Raum gewesen. Aber wir haben doch gar keine Dings gefunden, wo wir was eintragen müssen. Weekday-Menü. Ah, okay. Es gibt leckere Sachen. Beans und Burns und Pearls. Ach, Mann. Das ärgert mich. Jetzt sind wir ein Stück weiter gekommen. Hiermit, aber hat uns überhaupt nichts jetzt gebracht. Und hier geht es auch nur zum Labor. Was uns auch überhaupt nichts bringt. Also, ich bin jetzt gerade mal am Rätselraten, was das jetzt soll. Hier haben sie alles rausgerissen. Schweine! Tja, Freunde. Und wieder stehen wir am Ventilator und stehen da, ne? Und kommen nicht weiter. Da piepst was. Tja, hier kann ich zwar. Wartet mal.
Nee, hier kann ich auch nichts drehen. Und hier komme ich auch nicht durch. Davon mal ganz abgesehen. Only one pack of batteries left. Und den Ventilator? Da komme ich nicht weiter. Da piepst was. Hört ihr das? Ah, hier piepst was. Oder unten? Hier piepst was. Wartet mal. Hier? Ist aber nichts aufzumachen. Oder muss ich noch einen tiefer? Ich gehe noch mal einen tiefer, mal gucken. Da piepst was. Normalerweise wären hier Gase. Und normalerweise müsste der Ventilator stehen bleiben da oben. Ist doch seltsam, oder? Ich kann hier nicht hoch. Es geht überhaupt nicht. Also unten der der Eumel ist am Piepen. Wo war denn das? Hier war das Ding. Jetzt ist der Gassensor an. Ach, when all sensors detect toxisches Gas. Wenn alle Sensoren toxisches Gas melden, aber da war doch sonst nirgendwo noch, oder? Das heißt, wenn der hier auch. Last batteries. Wie können wir denn dem hier toxisches Gas vermitteln? Wenn hier gar nichts ist. Komisch. Und hier unten mal um. Ob hier vielleicht noch ein Schalter ist. Nix. Toxisches Gas. Ja, einer piept. Einer ist zu wenig. Es müssen mehr piepen. Oh, Alter. Da kriegst du ja sofort wieder eine Gänsehaut, wenn du das Geräusch hörst. Meine Güte. Gibt's ja gar nicht. Voll die Gänsehaut.
Ja, weiß ich nicht, wie das jetzt hier weitergehen soll. Ich stehe hier mächtig auf dem Schlauch. Soll ich mal so eine Flasche mitnehmen? Und die mal einfach an dem Eumel kaputt machen? Ich wüsste jetzt keine andere Lösung. Derzeit. Ach ne, warte mal, wo war das denn? Hier war das. Piep. Piep. Toxisches Gas. Na toll. Also mit der Flasche da rein geht's nicht. Oder vielleicht doch. Aber es piept doch. Vielleicht muss ich... Ich hab da mal so eine kleine Idee. Mal gucken. Soll ich den Teddy mitnehmen? Kann ich den mitnehmen? Den kann ich mitnehmen, ich dulle Ulle. Na toll, dann weiß ich auch, wie es weitergeht. Oh, stopp, hier muss ich rein. Ich kann unseren kleinen toxischen Teddy mitnehmen. Na sowas. Und wenn der dann auch anfängt, da muss man erstmal drauf kommen. Da. Jetzt fängt der nächste an. Ja, wo gibt's die nächsten? Ach so, den müssen wir die ganze Zeit da liegen lassen, okay? Bleibt er jetzt stehen? Nö. Das ist unser toxischer Teddy. Ach, hier ist auch noch einer. Das heißt, dann müsste ich den Teddy... Aber dann... Hört ja doch wieder auf, oder? Ja, warte mal, gucken mal. Da ist auch noch einer, okay. Ich kann den ja auch schlecht... Mal. Der bleibt aber nicht stehen, der Dösbaddel. Oder kann ich vielleicht den zweiten Teddy auf der Toilette noch mitnehmen? Auf der Toilette. Würde ja dann Sinn machen, wenn's... Dann müsste ich den nur einmal in die Naja, ihr wisst schon, da reinhalten. Und vielleicht haben wir dann das Glück...
Ich meine, warum soll sonst der Teddy da sitzen? Ich soll da sitzen? Nein, ich meine, wir gucken mal, Moment. Da wartet. Wo waren jetzt die Toiletten? Dö nicht. Wo waren jetzt die Toiletten mit dem Piep? Waren die hier oder waren die hier? Die waren hier, ne? Eieieiei, Freunde, das wird eine Folge. Ultra lang, würde ich sagen. Waren die hier? Bin ich jetzt völlig verlaufen? Ich habe mich jetzt völlig verlaufen. Die Folge wird zu lang, die Folge wird zu lang. Ich habe mich völlig verlaufen. Wo waren denn jetzt diese gruseligen Toiletten? Die waren hier, oder? Irgendwo, oder? Wartet mal. Hier waren sie. Oh. Aber wir können den Teddy nicht mitnehmen. Jetzt frage ich mich gerade, wie soll ich denn jetzt sagen, dass da was toxisch ist? Kann ich hier noch was anderes mitnehmen? Ach, guck mal hier. Na toll. Hätte ich das hier auch mitnehmen können? Natürlich. Hätte ich auch. Okay, vielleicht brauchen wir das gleich noch. Ach, Freunde, Freunde, Freunde. Ich werde wahnsinnig. Jetzt müssen wir hier noch alles... Bevor wir hier weiterkommen, warte mal. Oh, die Folge wird so lang. Ich schwöre euch, die Folge wird zu lang. Die Folge wird zu lang. So. War das jetzt oben oder unten? Unten. Nee, oben. Nee. So. Hinein da mit dir. Ah. Der Ventilator bleibt stehen. Ach, Freunde, was geht denn jetzt hier ab? Wo komme ich jetzt hier hin? 2077. Merken wir uns die Zahl. Oje, wo sind wir hier? Können die Batterie nicht mehr wechseln. Irgendwo an der Oberfläche. Da sind Batterien. Das ist schon mal gut. A pack of spare batteries for the flashlight. Hier raus? Da rein oder wie? Last batteries. Okay, da rein. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Rohr war jetzt das richtige? Nee, das war das falsche. Shit. Also hier raus, da rein. Oh, Leute. Das wird eine Folge. Viel zu lang. Ja. Viel zu lang. Und da ist auch wieder eine Leiter. Hopp. Na, kommen wir natürlich nicht. Also jetzt... Ich komm gleich. So, dann gehen wir jetzt hier runter. In der Hoffnung, dass es jetzt hier richtig ist. Ja, sieht zumindest anders aus. G1, G2, da waren die, war der Tote gefunden worden.
Meine Güte, was ein Gekrabbel hier im Labyrinth. Wer baut sowas? Wo kommen wir jetzt? Freunde, er lädt. Wir waren auf jeden Fall oben. Habt ihr gesehen? Also wir sind nicht tief unten. Es besteht Hoffnung. Meine Güte, Leute. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Sagt mir das mal. Ich weiß nicht, was uns jetzt wieder erwartet. Bunker Nummer 2. Bunkerabteilung Nummer 2. Was? Achso. Hab ich mir jetzt erschrocken. Ich hab gedacht, das war jetzt das Ende. So das wirkliche Ende. So ist das nur noch schwarze Leere und so. Oh. I'm walking. Yes, D, yes, I'm walking. Yes, you and me, I'm walking. Can't you see me here? Oje, Freunde. Oje. Also wenn ich das jetzt hier alles nur für eine Pizza oder irgendwas laufen soll. Ach du Scheiße. Rot bedeutet immer Gefahr, hat man mir mal gesagt. Okay, wir sind jetzt nicht mehr knapp über der Oberfläche. Garantiert nicht mal eben. Also als Inspekteurin muss man... Boah. I'm walking. Yes, City, yes, I'm walking. You and me, yes, I'm walking. Can you see? Okay, Freunde, irgendwo kommen wir jetzt hier hin. Och nö. Och nö. Och nö. Och nö. 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 Nö, 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 nö. Okay, Freunde, wir machen hier einen Cut. Das wird mir jetzt zu viel. Bis zum nächsten Mal. Oh, warte mal. Okay, einen habe ich nur. Einen habe ich nur. Hier können wir noch was lesen. Der 15. Wednesday, der Mittwoch. It's been a while since I've last wrote. I've been thinking about Eric Kleinman lately. I have to say I miss his company. I wouldn't know that you tell him if ever net again. I hope he doesn't think I just left without even leaving a note. So I made a... I'm so mad at myself for believing that we are doing something good. I thought... Eric would receive my letters, but turns out that wasn't the case. We had no idea we would eventually be prisoners. Some people were allowed to move around freely and every use the phone. Zombie. I was the one receiving special treatments the whole time. I was leading the science leave. Tief, and I know more about the project than anyone else. They said that's why I couldn't come and go, and as I pleasure or please or use the phone. I thought this would be a short project, but I've been hard for years already. Monday, 20. I was about to leave my room when the guards came for me. They took me to the hallway where the phones are and told me that they're going to give us some supplies. I asked them to bring me some medicine, giving me a chance to use the phone. No one answered. That wasn't even a very good idea because they are probably trapped on our phone calls. I have my supplies now. It's the time for me to leave. I'm leaving this diary here for anyone who write escapes. This entrance seems to lead to the sewer. If you manage to escape, find me first before you tell anyone else. Oh je. Das übersetze ich jetzt mal nicht. Vielleicht mache ich das beim nächsten Mal. Bis dahin erstmal. Ciao.